Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt bei uns auf dem Kanal. Ich hatte es letzte Woche ja schon angekündigt, dass ich nicht weiß, ob ich Horsehaven weiter zeigen kann. Ah, da komme ich schon angeritten auf einem Pferd. Und ich habe mir ein anderes Projekt ausgesucht, da Horsehaven noch erhebliche Probleme macht, und zwar Farmville 2, wo es aber auch Pferde gibt, wie ihr seht, und die sehen sogar sehr, sehr putzig aus. Ich freue mich drauf, ich habe schon auf meinem Privataccount mal gespielt. Hier bin ich jetzt unterwegs auf meinem Dina-Account, auf meinem Dina Sunfield-Account. Hey Dina, ich bin's, deine alte Freundin Marie. Oh, die Tomaten wachsen aber schnell hier. Lass uns hier etwas Ordnung schaffen. Es ist Erntezeit. Okay. Ja, hier in dem Spiel ist, es ist eigentlich so das typische Farming-Spiel, wo man sich Orte freischalten kann. Gibt's sowohl hier als Facebook-Version, wo ich es gerade spiele, und auch als Version auf dem Handy. Ich habe mich jetzt aber für die Facebook-Version entschieden, weil da gibt es, glaube ich, mit den Pferden ein paar mehr Möglichkeiten, wenn ich das richtig gesehen habe. So, klicke auf die schönen reifen Tomaten, um sie zu ernten. Ich finde das so cool, dass hier der Charakter rumläuft. Oh, es leckt etwas. Facebook-Spiel halt. Vergiss nicht, sie in deinem Inventar abzulegen. Genau, dann muss ich sie nämlich anklicken. Klicke einfach auf Saatgut, um es zu gießen. Saatgut muss bewässert werden, damit es wächst. Okay, ich finde das jetzt schon sehr putzig gemacht. Auf diesen brachliegenden Feldern sollte man jetzt etwas aussehen. Lass uns Tomaten pflanzen. Okay, dafür müssen wir da unten draufklicken. Und jetzt Tomaten. Wachsen eine Minute und sind recht günstig. Okay, es ist ja eigentlich immer so. Gut. Hühner brauchen Futter. Ich habe dir etwas mitgebracht. Ah, und hier unten ist ein Küken. Und das Huhn scheint sich definitiv über das Futter zu freuen. Ich bin ja ultra gespannt, muss ich wirklich sagen, wie euch das gefällt. Ich wollte gerne mal so ein Farming-Spiel spielen. Vergiss nicht, sie zu gießen. Ja, machen wir. Und das hat mir einfach sehr gut gefallen, weil es auch grafisch so putzig ist. Oha, was ist denn das? Eine Ziege! Ich finde die Tiere so genial. Die sehen so putzig aus. Eine wilde Ziege. Sie ist auch hungrig. Komm, wir füttern sie. Oh, unsere Tomaten sind fertig. Sie hat Milch gegeben. Dafür bekommst du einen guten Preis. Milch und Käse. Direkt beides aus der Ziege. Oh, die ist richtig happy gerade. Hier haben wir den Markt. Lass uns die Waren an deinem Marktstand verkaufen, um Geld zu verdienen. So. Wir sollen die Milch verkaufen. Klicke auf deine Milch und deine Eier, um sie zum Verkauf zu markieren. Verkauf sie jetzt. Okay, kriegen wir 145 Münzen. Sieh dir all die Münzen an. Bring sie... Ich war mal wieder zu langsam. Möchtest du jetzt dieses Feld räumen? Ich helfe dir dabei. Okay, brauchst du mehr Grund? Ich kann eine Landschaftsplanungsfirma damit beauftragen, Platz für Erweiterungen zu schaffen. Kostet uns 175 Münzen, haben wir auch, also wird erweitert. Warte. Das ist keine Landräumungsfirma. Das sind Ziegen, die das Gras wegfressen. Aber ist ja eigentlich auch viel putziger und natürlicher. Wie süß ist das denn bitte? Wie die sich da durchmähen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Was, da kommen noch mehr? Drei haben wohl nicht gereicht. Schicken wir nochmal drei. Ja, jetzt ist es frei. Oh, die machen meine Tomaten platt. Stufe 2. Wir haben Weizen freigeschaltet, Limonade und ein besseres Bauernhaus oder sowas. Wow, und ganz viel haben wir bekommen. Lass uns Futter herstellen. Lies mal in Bemerkung, um zu erfahren, wie es geht. Okay, das hier oben ist die Bemerkung? Nee, das sind Aufgaben. Stell viermal Futter aus Tomaten her und füttere einen Huhn. Okay, dann erklär mal. Versuche, die Kurbel zu drehen. Okay, kannst du viel Tomaten hineingeben? Das können wir mit Sicherheit. Aber... Ah, jetzt kann ich sie anklicken. Okay, wir haben aber nur drei. So, mal sehen, ob sich daraus Futter schroten lässt. Jawohl. Es hat funktioniert. Sammle das Futter ein. Gut, jetzt haben wir sechs Futter, so wie es aussieht. Nee, fünf. So.
Das Huhn sollen wir nochmal füttern, ist es hungrig? Und Stufe 3. Nein, doch nicht. Oh. Ah. Schnell wachsende Pflanzen eignen sich hervorragend, um schnell Futter herzustellen. Füttere deine Tiere, damit sie glücklich sind. Ja, das stimmt natürlich. Wenn ein Tier schnell was zu fressen braucht, dann sind die Tomaten echt gut. Mit Eiern kannst du viel Geld verdienen. Aber für Hühnerfutter brauchst du Pflanzen. 8 Tomaten ernten, 8 Weizen aussehen und 8-mal Weizen gießen. Ich mache mich jetzt auf den Weg zurück zu meiner Farm. Komm vorbei, wenn du Tipps brauchst. Danke dir. Wie auch immer du heißt. So, die Ziege können wir auch füttern. Futter alle. Nö, wir haben gerade noch. Ach nee, die braucht 4. Boah, die braucht 4 Futter. Guck mal, ist das doch super cool, oder? Und da gibt es ganz viele verschiedene Modelle von. Und deswegen hat mir das Spiel halt auch so gut gefallen. Weil ich finde, dass die Pferde hier echt cool gemacht sind. So, jetzt können wir aber wieder Futter schroten. Oh, stopp. Komm, dann füttern wir jetzt erstmal die Ziege. Ah, aber wie kann ich mich denn hier bewegen? Ich muss klicken und dann kann ich... Ah, okay. So. Ich schrote jetzt mal komplett alles, was wir haben, zu Futter. Und hier sollte ich, warte mal, wie viele Tomaten und wie viel soll ich anbauen? Ah, die Tomaten hatten wir schon. 8-mal Weizen sollten wir aussehen. Boah, 4 Stunden dauert der Weizen direkt. Eieieiei. So. Das haben wir gemacht. Jetzt müssen wir den gießen. Hier würde ich aber gerne noch Tomaten anbauen. Oh nein, das wollte ich nicht verrücken. Kann ich das jetzt noch verrücken oder muss ich jetzt warten? Nee, jetzt muss ich warten, bis es fertig ist. Naja, ist jetzt auch nicht so tragisch. So. Der Weizen ist in ein paar Stunden fertig. Mal sehen, was wir in der Zwischenzeit auf der Farm machen können. So, gibt alles Erfahrungspunkte? Um ausgewachsene Tiere zu füttern, benötigst du Futter. Aber um Tierbabys großzuziehen, ist Pflege notwendig. Viel Pflege sogar. Füttere einen Küken mit einem Babyfläschchen, okay. Dann das ausgewachsene Huhn. Ach, die haben wir einfach so im Inventar. Oh! Ach Gott. Und mein Huhn ist groß geworden. Dein weißes Huhn produziert jetzt Erzeugnisse für den Markt. Okay. Und es hat auch direkt Hunger. Können wir hier direkt... Ah, das ist so eine Fortschrittsanzeige da unten drunter. Okay. Und jetzt haben wir das Ei geerntet. Und das müssen wir jetzt wieder verkaufen. Aber erstmal gehe ich da hinten noch zu den Tomaten. Okay. Das war jetzt gerade blöd. Ich habe jetzt gerade was rausgeschnitten. Weil dann Werbung mittendrin aufgeploppt ist. Das ist bei Facebook-Spielen... Ah, mit Rechtsklick kann ich das verschieben. Das ist bei Facebook-Spielen schon mal so ein bisschen blöde. Weil das da dann passieren kann, dass man da einfach rausgekickt wird. Das, also zum Aufnehmen ist es blöde, ansonsten ist das nicht weiter tragisch. So, und jetzt habe ich es gerade versaut, weil ich auf Escape geklickt habe. gedrückt habe, so. Ja, an den Stand. Und ein Ei soll ich verkaufen. Ich verkaufe auch erstmal nur eins. Wer weiß, ob wir die anderen noch brauchen. Je mehr Tiere du hast, desto mehr Tierprodukte kannst du zu einem guten Preis verkaufen. Okay. Ja, so viele Münzen haben wir jetzt gerade noch nicht mit 60. Du hast langsam den Bogen raus. Denkst du, du kannst eine kleine Bestellung von meinen Freunden im Dorf ausführen? Na klar. Ein eigenes Süppchen. Der Suppenladen im Dorf benötigt deine Suppenzutaten. Und zwar sofort. Die am schnellsten wachsenden Pflanzen, die wir haben, sind die Tomaten. Okay, 4 Tomaten anpflanzen. Mit dem Feldwerkzeug 3 Felder auf meine Farm holen. Okay. Es ist kostenlos, das ist gut. Okay. Fertig. Und da pflanzen wir jetzt
hoch. Da pflanzen wir jetzt Tomaten. Die werden jetzt gegossen. Die hier hinten können wir schon wieder ernten. Dann können wir hier auch direkt noch eben fix Tomaten säen. So. Das ging aber schnell. Danke, dass du meinen Freunden aus der Klemme geholfen hast. Du bekommst sicher bald noch mehr Bestellungen. Ja, hoffe ich doch. Das gibt immerhin alles Erfahrungspunkte. So, das Hühnchen füttern wir noch. Sieh nur, was aufgetaucht ist. Eine Seite aus dem alten Bauernkalender der Familie Sunfield. Ach, schon wieder Sunfields? Das gibt es doch nicht. Warum heißt denn in jedem Spiel die Bauern Sunfield? Ich fühle mich wie eine Bäuerin. Sie ist voller verlorener Farmweisheiten. Okay, zeig es mir. Perspektivenwechsel. Das Leben ist einfacher, wenn man seine Sichtweise ein wenig ändert. Eine alte Eule kann ihren Kopf drehen. Kannst du es auch? Naja, nicht wirklich. Vergrößere deine Ansicht. Ja, das wissen wir, wie das geht. Es geht übers Mausrad. Ach, ich muss einmal ganz rauszoomen. Scheint so. Guck mal, hier ist das nicht schön. Was haben wir hier eigentlich noch? Weide für ausgezeichnete Tiere. Erreiche Stufe 16 zum Freischalten. Okay. Wir sind doch ganz rausgezoomt. Ach, muss ich dann noch auf Zeig es mir draufklicken vielleicht? Ach, da drüber. Aha. Ein dreifaches Hoch auf die Worte der Weisen. Das Leben ist schöner, lässt man den Blick kreisen. Oh je, das reimt sich ja auch noch. Oh, da ist eine Kuh. Ist die Milchweide, okay. Hier hinten haben wir ein Pferd. Ah, mit Glubschaugen. Das ist cute. Hier haben wir noch ein Pferd. Camarillo Country. Okay. So, wir können hier erst nochmal die Tomaten ernten. So, und einsammeln. Das muss man hier immer nochmal mit der Maus drüber fahren. So. Das kann mit Sicherheit nicht schaden. So, wir stellen nochmal Futter her. So, ach, hier können wir auch was ernten, ne? Zitronen, okay, die müssen wir auch wässern. Haben wir eigentlich unbegrenzt Wasser? Ich weiß es gar nicht. Ich hoffe doch. Haben wir gerade noch irgendeine Aufgabe? Verkaufe 4 Tomaten. Ach ja, super, jetzt habe ich die gerade zum Futter zerhäckselt. Und verkaufe einmal Milch. Okay, gut, das können wir doch auch noch machen. Das Hühnchen erst noch füttern. Dann ist es wieder happy. Die Tomaten sind auch gleich schon wieder soweit. Ja, das geht doch noch alles recht fix. Plopp. So, einmal Milch verkauft. Dann können wir eigentlich die Ziege wieder füttern. Wie lange dauert das immer? Ah, also 10 Minuten anscheinend bei der Ziege. So, jetzt können wir doch auch gerade mal gucken. Dorfladen. Okay, okay. Hier, Tiere, was gibt's denn da so alles? Ein Andalusierhuhn, eine Ziege, Steinbock, Zicklein, Steinbock-Kids. Okay, es gibt's anscheinend noch immer in klein. Ach, hier ist die Vorschau. Ein Camarillo-Pferd, was auch immer das ist für eine Rasse. Oh, die Häschen. Oh, es ist süß. Die Fohlen. Ach, das ist ja voll süß. Ah, ein Bujoni. Das habe ich tatsächlich in meinem Rassebuch das erste Mal gesehen und dann nie wieder. Das ist ja auch süß. Oh, und die Häschen. Die Häschen sind ja mal voll cute. Oder was meint ihr? Ein Araber Schimmel. Hier ist ja ein Apfelschimmel. Der ist auch total cool. Was haben wir denn hier noch? Colorado Ranger Pferd. Das sieht ja auch cool aus. Quarter Horse. Warte mal, war das hier? Nee, das gibt's gar nicht ausgewachsen. Ein Mini-Pferd. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ist das süß. Ah, Chinchillas. Wie cool ist das denn? Also hier gibt's ja wirklich einiges. Ein Esel. Ja, sehr cool. Und hier hinten kommen jetzt wieder eher so die Standardtiere.
Oh, ein Mustang. Wow, der ist ja schön. Okay, der ist bislang mein Liebling. Ein Tinker. Wow, der ist ja cool. Ein Angora-Kaninchen. Wow, also die sind ja echt cool. Schwarzen Araber gibt es auch. Also das ist ja richtig nice, muss ich sagen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich habe mir gedacht, ich will auf jeden Fall weiter probieren, ob ich Horsehaven wieder ans Laufen bekomme. Das definitiv, das verspreche ich euch auch hoch und heilig. Aber ich denke mal, das ist doch auch ein ganz schönes Projekt. Vielleicht kann ich ja auch gucken, dass ich, wenn Horsehaven wieder läuft, das vielleicht irgendwie verbinden kann, die beiden Projekte. Muss ich mal schauen, je nachdem, wie euch das Spiel hier gefällt. So, warte mal, jetzt verkaufen wir mal noch die Tomaten. 4 Stück sollten wir ja verkaufen. Du bist goldig, das war schnell. Jetzt will ich dir einen kleinen Trick zeigen, damit deine Farm noch schneller gedeiht. Okay, dann würde ich sagen, mach mal das noch fix. Oh nee, das schaffe ich nicht mehr. Meine Platte ist voll. Tomaten wachsen wirklich schnell, viel schneller als Weizen. Was du anpflanzt, hängt davon ab, wie du deine Zeit organisierst. Aber ihr Lieben, ich würde sagen, da meine Platte jetzt gleich voll ist, verabschiede ich mich für heute. Wie gesagt, schreibt doch mal in die Kommentare, wie gefällt euch das Spiel denn? Ich finde es wirklich sehr, sehr knuffig und morgen gibt es dann direkt die nächste Folge. Also macht's gut. Tschüss!